Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Never Winter mit der Prophezeiung des Wahnsinns. Skippbare Animationssequenz hier. Alle stellen sich kurz ans Feuer und gehen dann zur Tür. Wir machen ein kleines Tutorial. Der Smirk ist auch da. Juhu. Ja, hallo, genau. Hallo, Trio. Du blitzt mir eins in die Fresse, du. Aber der Mob kommt dich hier nach. So, hallo, Mob. Ja, die sehen so aus, als hätten sie entweder keine Lust oder keine Ahnung. Ja, hier sind 10.000 dabei, 14.000, also bist du. Los geht's. Phase 1. So, das hier ist die Variante, wo es keine blauen Bereiche gibt. Ihr seht es hier, sondern ihr müsst so kleine Risse aufmachen. Das heißt, ihr sucht euch jeder nur einen Riss aus und macht den auf und müsst euch nicht in blaue Bereiche stellen, weil ihr werdet eure Fähigkeiten nicht verlieren. Ihr werdet nicht wahnsinnig, wie in der anderen Variante. Aber dafür wird es mit den Gegnern ein bisschen härter werden hier als in dem anderen. Und der Trick ist eigentlich, nicht die grünen Risse aufzumachen. Wenn blaue es gibt oder lila, ne, dann lieber die aufzumachen. Jetzt gibt es nur grüne. Du bist schon viel zu weit. Wir sind in einer Phase, hier gibt es nur kleine grüne Risse. Genau, den gehen hier auf. Hau ab, das ist mein Riss. Arschloch. Ach, der Shadow. Ja, auch das ist so ein Thema. Es zählt nicht nur, man sieht manchmal auch Leute, die nur rumrennen und Risse aufmachen und damit alle Gegner. Es zählt, ja gut, dann nimm du den doch, wenn du den machen willst. Es zählt nur, wenn ihr die aufmacht und auch tötet. Nur das Töten macht den Balken auch dementsprechend weiter. Nur das Aufmachen alleine genügt dann nicht, sondern ihr müsst die schon auch mal umbringen. Also, ich kann natürlich hoffen, dass die anderen die umbringen, wenn ihr alle aufgemacht habt, aber... Das ist ein Erwachen wahrscheinlich, ja. Das ist dann aber auch nicht die feine englische Art sozusagen. Ne? Nicht wobei, die feine englische Art. Nein. Nicht so. Ja, eigentlich habe ich immer so zwei, jetzt ganz gerne, wenn ich so zwei nebeneinander mal von links, rechts mache, dann würde ich nicht so viel laufen. Ich bin ja faul. Von Haus aus faul. Das stimmt, ja. Kann ich bestätigen. Ja, also wenn was stimmt, dann das, ja. So, und damit ist trotzdem immer so drei Gegner raus. Ein dicker und zwei kleinere. Also. Ja. Wie habe ich es gerade mal so gehabt, dass einer weggelaufen ist? Das Tor aufgemacht hat und weggelaufen. Also, das ist genau die Variante, die ich meine. Die Leute glauben denn, also entweder nach dem Motto, ich mache was und die hinter mir töten schon, oder aber wir kriegen Gold, indem wir alle aufmachen. Ja, nicht. Theoretisch schon, aber du musst die Leute auch noch töten, sonst hilft es nicht. Nein, ich will niemanden einladen. Keine Angst. Und je schneller ihr die tötet, desto eher habt ihr halt hier auch eine Goldwertung. Genau, jetzt haben wir noch 2 Minuten 30. Wir haben Bronze erreicht. Wir arbeiten an Silber. Ja, ich würde mal orakeln, das wird kein Gold. Das glaube ich auch. Wir arbeiten daran. Aber das Schöne ist, man verliert seine Kräfte nicht zwischendurch, wie in der anderen Variante. Einfach immer doof. So, wollen wir das hier weniger? Finde ich die erste Phase in diesem einfach besser, weil man sich nicht permanent wieder in diesen blauen Bereich stellen muss. Finde ich ganz okay. Die Gegner gehen auch. Ich finde nur die zweite Phase nerviger als bei der anderen. Okay. Die kommt gleich. Ja, zu befürchten ist das ja, ne? Da warst du gedanklich ja auch schon mit deinen farbigen Farbcode. Ja, stimmt schon. Da hast du Farbcode war ich kodiert. Ja, ich weiß. So, warum kann ich das klicken hier? Ich will das klicken! Oh. Dann nehme ich das hier ganz hinten, wenn hier keiner hin will. Ja, da wollte ich auch gerade hingehen. Als hätte ich mal so ein kleines Ding unter deinen Popo. Dann kriegen wir mal. Ja, super hier. Ich mach fast auf und hau sie nicht um, oder was? Ah, hier, so eine Klasse, ey. Noch eine Minute und wir sind noch unter der Hälfte von Gold. Also, nee, ich sag mal, das schaffen wir nicht. Na, wobei, jetzt geht's gerade sprunghaft nach vorne. Das kann nur an mir gelegen haben. Bestimmt. Da ihr das Ding hier aber nicht aufmacht, warum kann ich das nicht anklicken? Weil ich es schon geklickt habe. Schon in Arbeit. Ah, du standst so weit weg mit deinem Charakter, das sah nicht so aus.
Hier, wieder ein Riss ohne Gegner, ohne Player. Das geht ja gar nicht. Rödel. Hau ab, das ist meins. Ja, ich mach doch gar nichts. Mach hier nur einen Bereich drunter, so wie du es auch mal bei mir machst. Ja, ich weiß. So, 25 Sekunden, noch mindestens zwei Gruppen, um Gold zu haben. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Und sie müssen sterben. Ja, Glück Gold gehabt. Wow. Jawohl. Boom. So, zweite Phase, Gold. Die sterben jetzt einfach hier. So, auch da wieder lesen, was da steht. Mächtige Mann. Jetzt gibt es verschiedenfarbige Risse, nämlich kleine und große. Der größte ist lila, dann gibt es blau und grün ist das kleinste, die kennt ihr schon. Die lilanen sind die, die ihr aufmachen wollt und müsst, weil damit geht es am schnellsten, Gold zu erreichen. Aber ihr müsst die Gegner halt auch töten, nicht nur aufmachen. Und die sind halt nerviger, weil da ist halt so ein Nalfischnee ist da drin und so ein Glabrizu und diese Feuerwerfer Archonten hier, die heißen die Zytas, die sind echte Au. So, und grüner will ich gar nicht machen, da kommen die dann, ne? Jo, mach ich. Aber ihr müsst trotzdem auch die Kleinen hier machen, weil es reicht nicht ganz, nur die Lilanen zu machen. Dafür kommen sie dann doch zu selten. Also, so die Blauen zwischendurch, wenn ihr so ein Ding seht, immer gleich mitmachen. Ja, also Blau, also wenn ein Blauer und ein Grüner da ist, dann immer auf den Blauen, klar. Es steht mir mein Feuerachond im Weg. Was soll das denn? So, noch schnell geguckt. Du bist da hinten mit deinen heißen Füßen, ich sehe dich gerade. Stirb! Nalfischschnee sind doof, die frisen einen wieder ein. Danke. Ich bin umringt von Gegnern, die alle auf mich draufhauen. Warum? Weiß auch keiner. Weil es geht. Im Zweifel, weil es geht. Such dir dein eigenes Portal, ich schaff das nicht. Nein. Oh, ein Lidernis, das ist meins. Das muss wohl meins sein. Oh, hier ist noch Kundschaft. Ich will einfach wegpumpen hier. Drück doch! Kundschaft! Was geöffnet! Jo, bin dabei. Ich bin dabei! Und ich bin eingefroren. Und weg. Hier, da hat wieder einer geöffnet. Die stehen hier nur rum, die Gegners. Ja, komm ruhig zu mir, ich kann's abkommen. Du Klapprezu. Was sind Sie denn von Beruf, Klapprezu? Wir haben Bronze erreicht. Wir arbeiten in Mitte Silber. Ja, also, ja. Ich sag's nochmal, ich orakel mal, das wird kein Gold. Hast du vorhin schon gemacht. Aber ich glaube, jetzt habe ich gute Chancen, zu recht zu haben dabei. Oh, immer diese zwei dicken und einen so ein Feuer. Ich ja, die sind lustig. Schießt also von Weitem irgendwas drauf. Ja, finde ich. Ich finde die putzig. Putzig? Ja, ich finde die putzig. Die haben so, die sehen so knuddelig aus. Die würde ich mir gerne so als Kuscheltier irgendwie halten wollen. Du hast doch schon einen, der hinter dir herfliegt, so ein Feuerachon. Nee, die sehen ja viel cooler aus. Also Feuerachon kann ja jeder. Da ist wieder ein paar Gegner nicht gekillt hier. Was denn? Boah. Wieso Leute. Ich? Ich muss doch nicht alle töten hier. Nee, du doch nicht. Nee, so ein Nasenbär hier. So. Ein Nasenbär. Denn ist noch Liana. Ja, ich bin auf dem Weg. Da war ich im Blauen. Auf dem Weg noch ein paar Leute töten. 1:30 und wir sind gerade mal bei Silver. Nee, das wird nichts. Wir können ruhig ein bisschen pessimistisch sein, ja. Sag ich doch, dann wird nichts. Soll auch mal sein. So, trotzdem schön, dass ich mich in keinen blauen Bereich stellen muss, einfach nur rumlaufen. Ich liebe es. Du magst diese Variante lieber, oder? Kann das sein? Ja, wie gesagt, ich mag diese Phase nicht, weil da meistens, da brauchst du echt richtig harte Knüppler, die ganz schnell diese Risse aufmachen und die Leute in der Knüppel, um Gold zu kriegen. Ansonsten kommst du immer nur auf Silber hier.
Das schaffst du bei der anderen Variante, schafft man deutlich eher mal Gold in der zweiten Stufe. Hier brauchst du wirklich welche, die Hochgrad sauen, die einfach nur so ein Ding aufmachen, zwei Schläge zum nächsten, weißt du so. Denn dann kommen die so schnell, die spawnen dann so schnell, dass du dann auf jeden Fall Gold hast, aber das ist relativ selten. Ja. Eine Gruppe Hochgradsau hier zusammenzufinden ist relativ selten. Also, die müssen sich schon verabreden. Noch eine Niederdetektion hier, also das... ja, wir sind kurz davor, aber ich orakel mal, das wird Silber. Also, weil du brauchst halt, also mit unserem GS braucht man halt ein bisschen länger noch, um niederzuhauen, und das reicht dann einfach. Boah, jetzt bin ich gestunt, das will nichts mehr. Scheiße. Das reicht denn einfach. Nee, das reicht 3 Sekunden, das kannst du knicken. Ich stelle mich schon mal hin, wo gleich der Endboss kommt. Ich mach da schon einen Bereich auf. Ich auch. Da steht er schon. Da steht er schon in der Wolke, die ich gerade gemacht habe. Das sieht sehr geil aus. Bei mir kriegt schon Schaden reingedrückt. Aber das macht aber keinen Schaden. Er kriegt erst dann Schaden, wenn die Animation fertig ist. So, nehmen wir drauf. Das ist relativ straightforward, der Kampf. Also irgendwann kann sein, dass er einem die Fähigkeiten beraubt. Der stunt ganz oft irgendwie, aber einfach schnippeln. Also alles, was man hat, einfach drauf. Zu 5, dann geht das eigentlich. Kümmert euch nicht um die Mobs rechts und links, sondern immer nur den Boss. Wenn der weg ist, ist alles andere auch weg. Ja, aber niemand. Oh, ich bin gestunt, gestunt, gestunt. So, aus dem Weg, der explodiert. Oh, scheiße. Hat sich wieder erwischt. Ja, natürlich, weil ich nicht lernfähig bin. So, also der Loot fliegt euch so automatisch rein, aber es gibt hier noch eine Zusatzkiste, also zweimal Loot, wer noch einen Schlüssel in der Kampagne baut mit einem Dämonenschlüssel, der darf da an die Truhe. Auch das mache ich natürlich wieder und ich würfel neu, es wird nicht besser, ich würfel neu, es wird ein bisschen besser, ich würfel neu, es wird noch besser, na, wird es nochmal besser, ich riskiere es. Es ist auf jeden Fall mehr geworden, aber schlechter vom Astral. Okay. Und man guckt auf unsere Wertung. Ja, ist klar. Oh Gott. Okay. Wir beide sind hier tatsächlich die Hochgradsauen gewesen, obwohl wir nicht Hochgradsauen sind. Was ist denn der Shadow für einer? Shadow Lisi 60. Okay, 10.000 ist raus. Sagen wir mal vielleicht 11.000. Das ist, ja, okay. Naja, gut. Schaden erlitten, hast du wieder mal so viel? Warum? Verstehe ich nicht. Gestorben ist Gott sei Dank niemand. TP geheilt. Ja, okay. 132 und 105. Naja, okay. Ja, ja. Ja, haben wir ordentlich was gerissen. Und das war die zweite Variante von der Prophezeiung des Wahnsinns. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.